Alter, was geht ab, Leute? Hunger schon wieder auf dem Pogo-Kanal. Fast täglich jetzt so, oh mein Gott. Ihr denkt, ich hau hier richtig krass Content wieder raus. Heute ist Spotlight, nicht Rage, sondern Spotlight Hour, Rampenlichtstunde. So, jetzt, ich habe mir den deutschen Namen gemerkt. Ich habe gerade Rahmen getestet für den Vlog-Channel. Da bin ich momentan auf der Suche nach dem besten Rahmen Münchens. Und wir sind hier in einem verbotenen, gebannten Gebiet. Neuhausen. Da wurde ich in Pokémon Go Zeiten gejagt, verbannt. Die wollten Stress, die haben meine Videos gedisliked und terrorisiert. Also nicht alle, zumindest nur zu dem Zeitpunkt, wo ich diesen Streit mit Neuhausen hatte, mit einem ganzen Stadtteil. Also rückblickend, natürlich habe ich überreagiert, aber der Kern meiner Aussage oder der Kern meines Problems, also ich bereue nichts. Ich bereue gar nichts, also weil der Kern meines Problems, hinter dem stehe ich halt immer noch. Was war los? Und zwar war da X-Raid in Neuhausen und Murat war am Start und der hat mir gesagt, hey, also die waren ein paar Minuten schon vorher da und die raiden hier jetzt. Ich soll mich beeilen oder wenn ich will, soll ich da hinkommen erstmal, weil die Arenen waren gleich nebeneinander und dann sage ich, ja, okay, klar, mach ich. Ich bin eh unterwegs, also auf dem Weg, bin gleich da. Dann bin ich halt angekommen, Murat so, ja, die wollten nicht auf dich warten. Was an sich kein Problem ist, weil Leute müssen weiter, Leute haben ihr Leben und so. Das habe ich damals in dem Video auch so gesagt. Fand ich aber assi, und ich habe das halt im Video gesagt, dass dieser Stadtteil assi ist, oder zumindest diese Leute, weil danach sind alle gemütlich zum X-Raid nebenan gegangen und haben dort erstmal 10, 15 Minuten gewartet, bis der schlüpft. Also vom Prinzip her stehe ich immer noch hinter meiner Aussage, dass dieser Stadtteil oder diese Leute bei diesem Raid fucking asozial waren. Ich habe kein Problem damit, dass Leute in Eile sind, hey, die müssen wieder zurück zur Arbeit, die müssen Kinder abholen, die müssen Shisha-Kohle ist an und sie müssen zurück in die Wohnung. Alles kein Problem, aber Digga, sag mir nicht, du hast keine Zeit und dann gehst du zur AG, X-Ray AG daneben an, wartest 15 Minuten. Natürlich hast du Zeit. Das ist das Problem. Ich habe mich gerade ein bisschen in Rage geredet, oder? Auf jeden Fall, wir sehen uns heute zur Spotlight-Stunde, wenn es nicht regnet. Weil das Wetter ist Mischi-Maschi. Ich soll, also laut Kommentar vom letzten Video, vom letzten Spotlight, sollte München auf jeden Fall Minimum 500 Fänge machbar sein. Ich habe letztens nicht alle Fänge gezeigt, sondern nur das Spotlight Hour Pokémon. Ich habe auch schon wieder vergessen, was das war. Plus, ich wurde aufgehalten, dies, das. Sagen wir knapp, ich habe 300 irgendwas gemacht, 350, 360. Sagen wir, ich hätte 400 machen können, wäre ich nicht aufgehalten worden von einem Kollegen und hätte ich noch die anderen Fänge gezeigt, weil ich habe ja auch komische Sachen gefangen, also das drumherum. Ich müsste mich um 25% steigern, wenn ich diese 500 erreichen will. 25% Leistungssteigerung ist schon viel, aber schauen wir mal, ob ich es heute mache oder schaffe. Ich habe gerade eine Loot-Chest aufgemacht für den anderen Kanal, also für meinen eigentlich jetzt Hauptkanal. Das hier ist ja nicht mehr mein Hauptkanal. Ich bin auf dem Heimweg richtig nass geworden, aber jetzt sieht es ganz gut aus. Das heißt, wir gehen die Spotlight Hour zocken, Tangela und Doppelsternstaub. Spaß, das hypt mich gar nicht, aber ich versuche es, die 500 zu knacken. Das reizt mich. Das reizt mich. Und ein Video natürlich für euch. Ich will wieder durchziehen. Videos machen mir Spaß. Falls ihr mich unterstützen wollt, hinterlasst bitte ein Abo auf meinem Vlog-Channel. Ich versuche da die 1000 zu erreichen, weil mit 1000 kann ich dann AdSense Werbung schalten und dann werden die auch besser gerankt, die Videos und so bla bla. Weil ich mir ein zweites Standbein aufbauen will, falls sehr wahrscheinlich ich auswandere und ich mich nicht nur auf Krypto verlassen muss oder sollte, sondern zumindest ein kleines zweites Standbein. Und da ich eh vlogge, vielleicht dann Streams mache, wie gesagt, ich mache dann Videos von Pogo-Videos aus Punkt, 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 Land und so ab und zu. Deswegen würde mich das unterstützen, auch wenn das jetzt bei meinen Klicks da relativ wenig bringt, die paar Euro in, was weiß ich, Vietnam und Thailand, kann man auch von leben, also würde mir sehr helfen, Leute. Digga, ich bin vertropft, Mann. Ich weiß nicht, ob das eine Stunde aushalten wird, ohne zu regnen, Mann. Auf jeden Fall, nee, nicht hier. Hier.
347910. 347.910. 2 Minuten fängt's an. Ich kann schon mal 2 Sternstücke zünden, oder? Habe ich überhaupt sowas noch? Ja, 42. 18 Uhr. So. Schauen wir mal. Ja, der Bildschirm ist jetzt schon ein bisschen nass. Schaut's mal. Kurz Halbzeit, 12 Minuten noch bis Halbzeit, Regen ist okay. Es gab jetzt auch keine Probleme mit Ding. So wie beim letzten Mal, dass nichts kam. Aber ich habe mal vorhin bei 20 Minuten geschaut. Wenn ich es hochrechne, mal 3, dann komme ich nur auf 450. Deswegen, Kurz Unterbrechung für ein Shiny. 18:45, ich habe jetzt fast wieder zurück bei der U-Bahn. Ich habe gar keinen Bock mehr eigentlich, aber. Ja, die 15 Minuten ziehen wir durch. Digga, das Spiel will auch nicht mehr. Ich und das Spiel wollen nicht mehr. Hab verkackt. 9 Minuten noch und es kommt nichts mehr. Und ich hab so keinen Bock. Lust ist am Nullpunkt. Geh mal heim. So, wir sind wieder zu Hause. Und ich habe auch schon zu Abend gegessen. Schwache Leistung von mir. 375. Ich hatte das kaum eine Steigerung zum letzten Mal. Klar, ich habe die letzten 9 Minuten verkackt, aber schwach. Hier seht ihr alles. Das letzte Pokémon ist Tangela. Ein Schillender irgendwo, irgendwann. Klar, war ein bisschen anders. Die Dinger sind riesig. 1700 und so. Ich habe fast keine Bälle mehr, ich habe keine Superbälle mehr gehabt. Regen, dies, das, aber trotzdem. Schlecht geplant am Ende und dann, wo nichts mehr kam, bam. Das ist so eine mentale Kopfsache. Das hat jetzt gar nichts mit dem Spiel zu tun. Da habe ich dann wirklich einfach mental aufgegeben. So, okay, scheiß auf die letzten 9 Minuten. Und dann kam so, hat der Körper, davor warst du so im Tunnel und dann so dieser Adrenalin-High und dann bam. Bist du wieder auf dem Boden der Tatsachen, Hunger, Durst, kalt, nass, müde, ich will heim, scheiß auf die letzten 9 Minuten. Schwache Leistung von mir. 4 Sterne. Achso, ich habe übrigens den hier noch aus einer Quest gefangen, wer den Quest dagegen zugeschaut hat. Ich hatte 2 über, das war verschiedene Geschenke und ich hatte keine mehr. Und die habe ich am nächsten Tag gemacht und dann habe ich doch noch 100er bekommen. Aber kein 100er Tangela. Aber ich habe schon 100er Tangela, oder? Yes. Aus der Quest 959. Ich weiß noch, wo ich den gejagt habe. Ja, das war's von mir, Leute. Und Pokémon Go. In letzter Zeit kamen viele Videos. Gewöhnt euch nicht daran. Ich habe 2 Videos in Planung noch. Ich weiß, am Wochenende ist Classic C-Day. Ein Zuschauer hat vorgeschlagen, ich soll das alte eBay, legendäre eBay-Format zurückholen. Könnte man gerne machen. Ich habe 3 Ideen. Vielleicht ein Max on Monday, auf gute alte Zeiten angelehnt. Und ich habe von Puki, bei Puki gesehen, der hat ein Video vom Camalito-Platz oder so gemacht. Old School, richtige Flashbacks. Und dann habe ich mir so überlegt, vielleicht mache ich ein Video von den ganzen alten Spots. Check die mal ab, schau mal vorbei. Schloss Oberschleißheim, wo ich Level 40 geworden bin. Bordeaux-Platz, alter Nordfriedhof. Das war's eigentlich, oder? Die 3 Spots. Shiny Bus, keine Ahnung, solche Sachen. Falls ihr Videoideen habt, gerne unten in den Kommentaren. Ansonsten wie immer liken, subscriben, kommentieren, checkt die Videos ab. Folgt mir gerne auf Instagram. Folgt gerne dem Vlog-Kanal, ich will 1000 Abonnenten erreichen. Das würde mich sehr unterstützen, wirklich. Ansonsten, Pokémon Go ist Business. Ciao.